Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Lego City Set. Und zwar die 60289. Und das ist der Chat Transporter Truck. Es ist laut der Verpackung auf 5 Plus geeignet. Und die Lego City Reihe ist ja in letzter Zeit wohl die Reihe, die am meisten Kritik abbekommen hat. Das ist auch nicht das aktuellste Set. Es ist noch auf dem Markt. Aber es gibt schon so einen Transporter jetzt mit einem Helikopter hinten drauf. Dieses Set habt ihr aber wahrscheinlich schon bei den meisten Reviewern gesehen und wir brauchen nicht drüber reden, dass das einfach nur absolut schlecht ist. Dementsprechend habe ich mich mal für dieses Set, die 60289, entschieden. Von der Verpackung haben wir hier noch die Standardgröße und zwar haben wir auf der Rückseite nochmal den Truck abgebildet mit dem Chat hinten drauf und so ein paar mögliche Spielszenarien. Das sieht aber doch relativ dürftig aus, was hier hinten abgebildet wurde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was mich hier erwartet und dementsprechend mache ich jetzt den Karton auf und dann schauen wir uns zusammen die Anleitung und die Steinetüten an. Und in der Verpackung finden wir 3 Tüten, einmal für den Bauabschnitt 1, 2 und 3. Es ist auch ganz gut gefüllt. Es geht auf jeden Fall mehr rein in die Box und sie ist, sage ich mal, zu 3/4 ungefähr gefüllt. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht als Mogelpackung bezeichnen. Dann haben wir hier natürlich noch die Sticker. Es ist ein City-Set, da sind Sticker voll in Ordnung und es hält sich auch in Grenzen, dementsprechend alles okay. Und dann haben wir 2 Anleitungen. Die Anleitung für den Truck und für den Chat sind relativ ähnlich aufgebaut, beide aus hochwertigem Papier und Klammer gebunden. Wir sehen auch, die erste Teiletüte geht in die Zugmaschine, die zweite in den Trailer und die dritte dann logischerweise in den Chat. Insgesamt hat die Anleitung 69 Seiten und 34 Bauschritte für den Trailer und 41 Bauschritte für die Zugmaschine. Beim Chat liegen wir dann bei 51 Seiten und 50 Bauschritte. Und hier unten haben wir auch nochmal die Teileliste. Hier könnt ihr euch das Video gerne anhalten und euch die reinziehen, wenn sie euch interessiert. Ansonsten ist die Anleitung natürlich Lego-Standard, relativ kleinschrittig gehalten und es wird nichts ausgegraut. Es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir werden uns dann schon mal mit der fertigen Zugmaschine wiedersehen. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Als erstes schauen wir uns doch mal die Zugmaschine an und das ist echt wenig für eine UVP von 30 Euro. Türen gibt es ebenso wenig wie Sitze und wenn wir mal das Dach hier abnehmen und reinschauen, dann fällt uns auf, wir haben immerhin ein Lenkrad und eine Kaffeetasse, aber keinen richtigen Sitz, sondern nur so einen angedeuteten gebauten Sitz. Was ich immer sehr schade finde, weil City-Sets sind Spielsets und ein richtiger Sitz erhöht den Spielwert immens. Und hier haben sie sich aber wieder für so eine Attrappe entschieden. Sehr, sehr schade. Der Truck ist sonst recht schmal und zierlich und ist durch die Deko nochmal künstlich verbreitert worden und ein bisschen in die Höhe gegangen. Das ist aber auch in Ordnung. Ohne die Deko würde der ganze Truck echt nach nichts aussehen. Und mit der Deko ist es wenigstens etwas und nicht komplett nichts. Also gerade die Leuchten und der Stoßfänger, die im nächsten Nachfolgerset weggespart wurden, machen hier nochmal viel aus. Hinten haben wir nochmal den Werkzeugkasten mit ein paar Werkzeugen drin. Das ist schon sehr wichtig für den Spielwert. Leider ist es auffällig, dass die Scheibe ungewöhnlich stark zerkratzt ist. Jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach traurigsten am Set und zwar den Schwerlastauflieger. Luft umbauen schafft eben Gewinn und es hat schon seinen Grund, warum auf der Verpackung das Ding nicht von oben, sondern nur seitlich gezeigt wird. Schaut euch einfach mal dieses Loch an. Ich bin jetzt kein Experte, aber das wäre in echt wohl keine gute Idee bei so einem Auflieger. Wenigstens hat Lego hier noch nicht die Fliesen weggespart, die haben wir noch bekommen. Ansonsten haben wir bei dem Auflieger 4 Achsen mit sogar relativ realistischen Reifen für so einen Schwerlastauflieger. Und wir haben die Fixierung für die 3 Räder des Jets, damit wir den dann draufstellen können, sowie diese grandiose Funktion, dass wir das zur Seite klappen können. Okay, schön, dass es dabei ist, aber das rettet den Anhänger leider nicht. Ebenfalls hat der Auflieger keinerlei Lenkung und auch hier keinen wirklichen Drehteller drauf, sondern das Ganze wird einfach nur mit einem Pin in einer Plate gemacht. Und das lässt mich ein wenig besorgt werden, wenn wir jetzt noch den Jet drauf bauen, ob das beim Fahren gut geht. Und hier haben wir noch den Jet und das ist wohl das, was an dem Set am meisten Hand und Fuß hat, was relativ traurig ist. Wenn ihr die 60343 kennt, also das Nachfolgerset, nachdem dieses Set hier EOL gegangen ist, dann fällt euch auf jeden Fall auf, dass der Jet noch wesentlich mehr Steine bekommen hat als der Helikopter des Folgesets. Weniger Formteile sind ebenfalls dabei und das Ganze ist noch ein bisschen detaillierter ausgearbeitet als bei dem Nachfolgeset. Logischerweise können wir hier die Cockpitscheibe aufklappen. Die ist übrigens von guter Qualität, nicht zerkratzt und vor allen Dingen ordentlich clear. Im Cockpit gibt es wenigstens eine Steuerung. Natürlich kein Sitz, weil wer braucht schon Sitze? Und wir haben hier vorne nochmal so eine Anzeige und Trommelwirbel, wer den Stickerbogen kennt, das ist ein Print. Bitte mehr davon in Zukunft.
Obwohl sich diese Aussage ja leider erübrigt, wenn man das Folgeset kennt. Das Ganze ist wenigstens stabil und bespielbar. Und es ist zwar kein Meisterwerk, aber wir sind jetzt leider momentan bei dem Level angekommen, wo das schon eines der besseren Lego-Sets ist. Zumindest im City-Vergleich. Und wir wollen natürlich die zwei Figuren nicht vergessen. Das sind wirklich okay City-Figuren. Also sie sind vorne bedruckt auf der Brust, sie sind auf dem Rücken bedruckt, der Helm vom Piloten gefällt mir und auch dieses Haarteil, was mit der Cappy verschmolzen ist, gefällt mir bei der Truckerin auch sehr gut. Der Vollständigkeit halber haben wir auch noch ein paar Ersatzteile und auch für den Piloten noch eine Cap. Nun muss ich natürlich ein was dazu sagen. Das Set hat eine UVP von 29,99 Euro. Ich habe das Set neu auf eBay für weniger als 15 Euro bekommen. Und da liegen wir in der Preiskategorie, wo ich sagen würde, dann kann man mit diesem Set Spaß haben. Im Vergleich zum Nachfolgeset der 60343, das wirklich, ich lasse es mal von einem Kollegen sagen, ist das in Ordnung, aber da ist die Messlatte auch wirklich, wirklich super niedrig. Wenn man dieses Set 2013 genauso auf den Markt bekommen hätte, für dieselbe UVP hätte man das zerrissen. Und heutzutage, ein Jahr später nach diesem Set und eben wenn dieses Set schon EOL ist, ist dieses Set im Vergleich zum Nachfolgeset einfach gut. Und das ist super, super traurig. Für den Preis, wie ich es bekommen habe, ungefähr 15 Euro, kann ich es empfehlen. Ihr habt wenigstens ein bisschen Spielspaß dabei, aber erwartet hier kein Meisterwerk. Für die UVP würde ich es niemals kaufen. Aber viel, viel schlimmer finde ich es noch, wenn man sich überlegt, was in der Zeit aus Lego geworden ist, wenn man dieses Set ein Jahr später ganz gut findet. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt und auch noch mehr Sets aus der Lego City Reihe, könnt ihr wie immer gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Auch zu der ganzen Entwicklung, die ich ja heute ein bisschen am Rande mit thematisiert habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.